Hallo und grüß Gott. Wir haben gestern in Heidelberg gespielt, sind dann noch 3 Stunden heimgefahren. Es war eine sehr schöne Heimfahrt. Ne? Ja, definitiv. Vielleicht gibt es auch gleich noch ein paar Bilder zu sehen, vielleicht aber auch nicht. Ich werde es mir gleich mal anschauen und dann mal schauen, ob nach der Zensur noch was übrig bleibt. Wir haben heute Nacht dann letztendlich doch daheim geschlafen, sozusagen, beziehungsweise bei Horny. Sitzen jetzt hier und ja, dann geht es heute Abend ab nach Coburg in Irish Pub und dort werden wir dann Eskalieren. eskalieren. Yeah. Und Rolli. Rasiert haben wir uns immer noch nicht. No. Aber das macht Und nichts. geduscht auch nicht. Ich schon. Echt nicht. Das lassen wir Bis später. Ade. Nach dem harten Samstag. Haben Plakate aufgehängt. Wir waren in Bayreuth, haben gedankt. Wir waren in der Vertragswerkstatt, wir waren beim Drive-In, wir waren beim Auto Henning. Liebe Freunde, wir befinden uns jetzt auf der Fahrt Richtung Coburg. Wir werden da heute im Irish Pub spielen. Und wir haben ja, weil wir jetzt sozusagen dann fast die zweite Woche der Tour anbrechen, ab heute, 3 Regeln aufgestellt, die von allen Mitgliedern einzuhalten sind. Die erste Regel ist, wer rasiert, verliert. Regel Nummer 2 ist, wer sich reinigt, wird gepeinigt. Regel Nummer 3, bei mildem Wetter streng riechen. Ja. Haben wir das? Wer macht das? Was willst du machen? Das passt. Oh, Alter! Oh, Bamo, Bamo, Deo! Wer war das? Ich komme von außen. Scheiße, da habe ich das Deo vergessen. Na! Na, seid ihr ernst? So, guten Tag. Wir sind mittlerweile im Irish Pub in Coburg angekommen, haben aufgebaut. Und heute haben wir einen Support dabei, Freunde von uns, Daisy Nerds. Hier unsere Empfehlung. Die checken jetzt gleich. Deswegen müsst ihr gleich laut und sagt Tschüss. Hallo, wer bist du denn? Der Jim. Möchtest du uns was sagen? Hallo. Heute sieht man ja, dass ich schiel. Ja, warte, ich hab's drauf, Ja. Ja, Ja? ja. Ja, also heute geht's ab im Coburger Pub. Hat sich gereimt. Wasted and Dutzy Nerds. Ja, hallo. Wir haben heute wieder nicht mitgefilmt. Und ihr habt wieder den besten Gig der Tour verpasst. Aber wir haben es ganz bewusst nicht gemacht. Wir wollen ja auch nicht zu viel vorne wegnehmen. Wir spielen ja nächsten Samstag am 19.03. in Bayreuth auf dem Kibinetter Live Festival. Und es muss ja auch noch irgendein Anreiz für euch bestehen, da vorbeizukommen. Wenn ihr natürlich jetzt den ganzen Gig jeden Tag irgendeinen anderen Mitschnitt seht, ist ja total langweilig und ihr wisst, was euch erwartet. Deswegen haben wir heute ganz bewusst darauf verzichtet, um euch bei der Leine zu halten, damit ihr auch alle kommt. Und außerdem haben die Leute, die da waren, den Gig im Herzen gespeichert und ist viel besser als auf SD-Karte. Von daher, was wollen wir da noch filmen?